und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Grüße aus der Seidenstadt. Ja, es ist mal wieder soweit. Die Live-Kochshow mit Herz. Heute zum letzten Mal live. Wir kommen mal zum Rückblick. Und zwar vor 14 Tagen haben wir alles über die Hotpan-Pfanne gedreht. Und zwar diese Nummer hier. Wir haben hier diesen leichten Riffelboden und einige kamen doch nicht ganz so gut zurecht. Aber wir haben mal gezeigt, wie das ist mit den Bratkartoffeln. Wie das funktioniert mit dem Hochraumdeckel. Wie das ist mit dem Thermostat. Welche Temperatur genau die richtige ist. Weil wir haben eine Temperaturmessung auf 1 Grad genau. Und das hilft uns richtig weiter. Denn wir wissen genau, wie viel Temperatur in der Pfanne ist. Und die richtige Temperatur entscheidet. Also Bratkartoffeln, Spiegelei. Wir haben Pfannkuchen drin gemacht. Wir haben also alles, was möglich ist, haben wir hier drin gemacht. Wir haben hier drin auch gebraten. Klar, Bratpfanne, da sollte man auch drin braten können. Und so diese Mythos, die man so hört, es geht das oder dies nicht. Also Bratkartoffeln, Spiegelei haben wir hiermit Gott sei Dank widerlegt. Pfanne war also beim letzten Mal unser Thema. Heute ist unser Thema, wie funktioniert denn so eine Kochshow? Es ist ganz einfach. Man kontaktiert mich oder meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter, macht einen Termin aus, lädt 2, 3 nette Leute ein und dann kauft man ein paar Sachen ein, ein bisschen Gemüse, Pizza oder Flammkuchen, ein bisschen was für ein Gulasch oder man kann auch gerne ein Risotto machen. Und dafür haben wir so richtig tolle Kärtchen. Ja, also man sieht schon das Gemüse, wie das zubereitet wird. Man kann sehen, wie eine Pizza zubereitet wird. Oder wenn man sich dann doch noch für ein Risotto entscheidet, auch gar kein Problem. Weil hier hinten braucht man einfach nur ablesen, wie es funktioniert. Also Rezeptkarten haben wir. Und wir haben natürlich auch einen Flipchart. Der Flipchart steht hier drüben, da steht schon drauf, herzlich willkommen zur Kochshow. Also herzlich willkommen zu unserer, zu eurer Kochshow. Eine kleine Sache noch, bevor wir zum Intro kommen. Ich habe den Tisch hier so ein bisschen nett dekoriert. Und vielleicht sieht man das mit dem Blau und dem Gelb. Das hat natürlich mit der aktuellen Lage zu tun. Den Krieg in Europa. Wir wollen heute versuchen, das ein klein bisschen auszublenden. Trotzdem haben wir das natürlich auch bei uns hier im Hinterkopf. Wir haben eine riesen Spendenaktion gestartet. Hier von der Stadt Krefeld aus auch. Und haben einiges auf den Weg gebracht. In Richtung polnische, ukrainische Grenze. Und ja, vielen, vielen Dank an alle Helfer, die uns da unterstützt haben, die da ordentlich was gespendet haben. Also, große Klasse. Ich hoffe, dass der Irrsinn da bald ein Ende hat. Und jetzt zu unserem Intro. So, also das war eine schöne Sache mit dem Schlagzeug, mit dem eigens gedrehten Intro hier für unsere Live-Kochshow mit Herz. Ja, und jetzt kommen wir auch mal direkt zum Kochen, denn wir wollen einen schönen Gulasch machen. Nein, nicht in 2, 3 Stunden, sondern in gut 13 Minuten. Da kann man wirklich das Fleisch kann man mit einer Gabel klein machen. Also wirklich richtig zart und lecker. Und dazu nehmen wir hier einen 20er. Ich habe jetzt einen 3 Liter. Man kann auch einen 4 oder einen 4,5 Liter nehmen. Und wenn man eine große Familie hat, kann man natürlich auch 24er Töpfe nehmen. Da haben wir den 5 Liter und natürlich den 6 und 8 Liter. So 6,5, ne? Genau. So. Und wer das noch nicht ganz mitbekommen hat von unseren Stammkunden, wir haben mittlerweile die Thermostate getauscht. Und das hat was mit diesem S zu tun. Wir haben ja immer mal dieses Quiz gemacht zusammen. Da war ja mal ein Quiz dabei. Wofür steht das S? S steht für Smart. Und dann nehmen wir unser Smartphone. Da ist eine App drauf. Und ich halte das mal so in die Kamera. Die Kameradame hinter der Technik, die Bianca, die man gar nicht jetzt so schön sehen kann, weil die Technik macht, die sagt dann so, so oder so. Perfekt. Also, da seht ihr zum Beispiel, da haben wir jetzt mit der App das Ganze hier verbunden, mit der Diskoscheibe hier oben drauf. Das Fleisch fängt an zu blinken an und jetzt ruft der Topf mich auch schon und sagt, du, super, genial, jetzt kannst du da Fleisch reintun. Also die richtige Melodie. Auf der anderen Seite
Da haben wir mal Flammlachs vorbereitet. Denn wir möchten gerne euch auch zeigen, wie macht man denn so einen Flammlachs oder so eine Pizza im Topf? Das geht natürlich auch ganz gut. Und auch hier heizen wir bis zum Radfenster einfach vor. Deckel drauf, Navigenio auf höchste Stufe, die höchste Stufe Nummer 6. Und fertig. Wenn wir das bei euch zu Hause machen, dann nutze ich einen Navigenio und natürlich auch euren Herd. Ich will euch zeigen, dass es bei euch am Herd aber auch genauso gut funktioniert. Weil AMC, und das ist das Schöne, lässt sich absolut in den Haushalt integrieren. Also es ist wirklich klasse, man muss das Kochen nicht neu erfinden. So, hier oben haben wir jetzt gerufen. Deckel in die Deckelgarage. Und ich habe hier mal so ein bisschen Gulasch vorbereitet. Einfach in den heißen Topf rein. Und das ist jetzt Rindergulasch. Ich zeige das mal in die Kamera, wie das aussieht. So sieht das aus. Ja. Das kann man jetzt richtig schön anbraten, diesen Rindergulasch. Man kann auch gemischten Gulasch nehmen, Schwein, Rind. Man kann auch nur Schweinegulasch nehmen. Das spielt also überhaupt gar keine Rolle. Aber ich will zeigen, im Rindergulasch, wie viel brauchen wir von der Zeit her? Weil das ist doch ganz, ganz spannend mal zu sehen, wie lange dauert denn tatsächlich ein Rindergulasch. Und zwar ohne Schnellkochtopf. So, die Fasern, die Foren schließen sich sofort hier bei AMC, weil der Boden ist knackerheiß. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Grill. Wenn die Holzkohle weiß ist, dann lege ich das Fleisch drauf und dann geht das auch wahnsinnig schnell. Und natürlich ohne Fett. Das Fleisch löst sich sofort vom Boden wieder. Eine Sache noch ganz wichtig hierbei, immer mal kurz nach oben gucken, nicht dass ihr hier oben einen Feuermelder oder sowas habt, weil dann habt ihr innerhalb von 4-5 Minuten die komplette Feuerwehr auf der Straße stehen. Das ist vielleicht nicht ganz so nett. Ja, ich kenne einen Kollegen, der hatte sowas schon mal, aber das war irre. Ja, so, jetzt kommen Zutaten hier rein. Ich habe vorbereitet, Champignons, lasst da rein. Ich habe vorbereitet ein bisschen Paprika, Zwiebeln, einfach ganz da rein, ein Lorbeerblatt und eine Tomate. Ich nehme ein bisschen Tomatenmark. Was ist dann, wenn man wieder diese Karten nicht hat, weißt du? Das ist mit diesem Brokkoli, ich kam nicht drauf, ja? So, das haben wir auch erledigt, hau drauf. Fehlt uns noch irgendwas? Ja, Gewürze. Gewürze haben wir natürlich auch. Jede Menge davon. Und wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, also man kann sie auch einzeln bekommen, man kann sich das auch immer mit 3 Stück zusammen mischen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich sag euch, Gewürze, richtig genial. Und 90 Gramm sind drin. 90 Gramm sind drin. Ist eine tolle Zusammenstellung immer. Das ist jetzt Smoke. Dann haben wir Pepper Trio, wir haben Pure, wir haben Exotica, das ist so ein bisschen, kann man irgendwie nehmen. Oh, Curry. Ich denke gerade an so ein Hähnchen, beziehungsweise an eine Hühnerbrust oder Putenbrust und dann schön eine Soße daraus machen mit ein bisschen Senf dabei. Also Exotica, lecker. So, von den Gewürzen, da haben wir ein bisschen was zusammengemixt. Die packe ich jetzt da rein. Deckel drauf. Was haben wir vergessen? Richtig, wir müssen ja auch noch rühren. Und ohne Quatsch, ich rühre dann auch bei euch. Für eure Gäste. Zweimal und einmal entgegengesetzt. Und das war's. Genial, oder? Parallel hierzu gucken wir mal. Ja, wir sind jetzt gleich auf dem Fleischfenster. Wunderbar. Eine Sache noch. Wir haben ja beim letzten Mal über das Quiz gesprochen. Wie viel Deckel hat denn die AMC? Wir haben also hier einmal den normalen Deckel.
Wenn ihr noch antwortet oder noch die Lösung schicken möchtet, wir lassen da mal was einblenden, weil das Quiz gilt noch, bis ich den letzten Deckel genannt habe. Also ich sage bis hierhin, danach, was danach reinkommt an Lösungs- oder Lösungsvorschläge, finito. Also noch läuft das Ganze. Es gibt tolle Preise, es gibt tolle Sachen zu gewinnen, unter anderem auch hier die beste Pfanne der Welt, unsere Steakpfanne. Sowas kann man richtig toll bekommen, wenn man die richtige Lösung weiß. Also wie viel Deckel, unterschiedliche Deckel hat die AFC. Jetzt nehme ich den normalen Deckel hier weg und mache unseren Seco-Quick-Deckel drauf. Einfach draufsetzen, bevor wir verschließen, dann kann man damit auch spazieren gehen. Und das ist kein Schnellkochtopf, ich höre das immer wieder. Schnellkochtopf, nein, ist es nicht. Ich hatte da eine Tomate reingetan, ich hole da gleich eine ganze Tomate wieder heraus. Jetzt nehme ich meine Discoscheibe, setze die hier oben drauf. Das kann ich in der Mitte einfach mal andrücken. So. So. Ich drehe das mal zu mir. Toro, jawohl, er hat den Deckel erkannt. 13 Minuten. Funktioniert. Wunderbar. So. Jetzt kommen wir auf diese Seite rüber. Deckel. Mal kurz auf Seite. Und jetzt machen wir etwas, damit wir besser den Flammkuchen oder die Pizza wieder herausbekommen. Und da könnte man jetzt hier einen Deckel drauflegen und dann einmal drumherum malen. Okay, die Möglichkeit besteht. Man kann es aber auch anders machen. Einmal in der Mitte falten. Nochmal falten, dann habe ich hier zwei geschlossene Seiten. Hier habe ich zwei offene Seiten. Jetzt gehe ich einfach nur bei. Und habe dann hier so eine kleine Spitze hier vorne. Hier ist es weit offen. Jetzt messe ich das einfach nur ab. Jetzt ist das nicht rund, sondern es ist oval. Das ist mir noch was zu groß. Das schneiden wir nochmal. Also kein Problem. Einfach wieder zusammenfalten. Einfach wieder so eine Tüte daraus machen. Einfach nochmal schneiden. Also überhaupt kein Problem. Dann haben wir es wieder oval. Einfach da rein. Oder machen das mal so. Nehmen mal den Flammlachs hier raus. So. Legen wir ihn hier drauf. Und jetzt kommt das Ganze in den Topf rein. So, wunderbar. Weg damit. Und jetzt gehen wir bei den. Setzen wir jetzt hier drauf. So. So? Ja, so ungefähr. So. Ja, jetzt kommt der Navigenio auf die Seite. Und jetzt nehmen wir unseren Navigenio, der gerade drunter war, unter dem Topf und machen den hier oben drauf. Und jetzt ist das ein Deckel. Den Deckel kann ich hier oben einstellen. Der erste Strich sind 200 Watt, der zweite Strich sind 600 Watt. Das kann ich auch voll automatisieren. Mit der Discoscheibe hier. Einfach in der Mitte draufklicken. Da haben wir es auch schon. Perfekt. Also einfach in der Mitte draufklicken. So, das geht auch flott hier. Einfach in der Mitte draufklicken. Und dann haben die beiden sich hier wieder miteinander verheiratet. Und jetzt geht das via Bluetooth. Ich brauche mich also um nichts kümmern. Und hier, mein Herd. Ich mache ja normalerweise den Gulasch bei euch zu Hause auf den Herd. Da sagt er mir jetzt, ich soll runterschalten. Wir halten das mal so ein bisschen in die Kamera rein.
Also 13 Minuten läuft jetzt runter. Wenn die Temperatur also erreicht ist, läuft die Zeit runter. Ein Minus ist deutlich zu sehen. Ein akustisches Signal haben wir auch. Ich halte den Navigenio jetzt runter. Also im Prinzip euren Herd schalte ich runter auf die Stufe 2. Drückt einmal in die Mitte drauf, dann hält er auch die Schnüss. Dankeschön. Dankeschön. So. Und man kann das auch mit dem Handy wunderbar verfolgen. Also egal, wo ich mich gerade befinde, egal, wo ich gerade bin, ich kann das mit dem Handy verfolgen. Und ich kann mich ganz gemütlich mit meiner Familie zurücklehnen und kann mal kurz auf dem Handy schauen. Ja, alles klar, wunderbar, passt. Ist in Ordnung. Funktioniert. Klasse. Navigenios können auch Rauchzeichen geben. Weißer Rauch ist gut, schwarzer wäre schlecht. Ich kann jederzeit runtergucken und kann mal sehen, wie weit ist der denn hier, unser Flammlachs. Bisschen noch, oder? Kann das sehen? Super. Also noch ein bisschen drauf. Der hier oben lässt jetzt die überschüssige Energie raus. Aber man kann sich nicht verbrennen. Da ist eine Kühlspirale drin. Das sorgt dafür, dass der heiße Dampf sofort runtergekühlt wird, sodass keine Verbrennungsgefahr besteht. Das Ganze hier funktioniert vollautomatisch. Und wenn ich schon in dieser Position hier bin, kann ich meinen Herd auch komplett abschalten. Weil er ruft mich ein zweites Mal. Das haben wir schon gemacht hier. Jetzt schalte ich meinen Herd komplett aus. Und jetzt mache ich einen Rindergulasch, der normalerweise 2-2,5 Stunden dauert, in 13 Minuten und davon knapp 10 Minuten ohne Strom. Spart das Geld oder spart das Geld? Ohne Strom, ein Rindergulasch. Und genau das, und genau so machen wir es bei euch zu Hause. Eure Gäste werden begeistert sein und ihr immer wieder aufs Neue. Gucken wir nochmal auf unseren Flammlachs. Oh, eine Minute noch. Ich habe hier den energiesparendsten Backofen der Welt. Denn alles das, was ihr normalerweise in einem Backofen schiebt, mache ich hier mit. Aber in einem Drittel der Zeit. Okay, jetzt habe ich nur eine Pizza oder einen Flammkuchen hier drin. Na und? Ich tue das bei mir in 2-3 Stücke schneiden. Und bevor der Nächste sein Stück aufgegessen hat, ist die Nächste schon wieder fertig. Weil unten der Akkuboden, der ist geladen. Der braucht keine Energie mehr. Also permanent Energie von oben. Und so mache ich eine Pizza nach der anderen. Normalerweise mache ich eine frische Pizza bei mir zu Hause. Der Teig wird so belegt, wie jeder das mag. Dann kommt das in den Topf rein, braucht eine Minute länger. Aber sorry, super. Wir haben Familienleben. Da findet was statt. Das ist perfekt. Finde ich richtig gut. Und auch genau das zeigen wir auf eurer Kochshow. Deswegen bucht einfach mal so eine Kochshow. Bucht eine Kochshow, ihr werdet es nicht bereuen. Und dafür haben wir auch was richtig, richtig Tolles vorbereitet. Wir gucken jetzt nochmal auf unseren Flammlachs. Ja, das sieht gut aus. Minütchen. Unsere Gewürze. Ich schiebe die mal so ein bisschen hier auf Seite. So. Das ist nicht die 20er Hotpan. Das ist die 24er Hotpan. Die 24er Hotpan erinnert mich so ein bisschen an Raumschiff Enterprise. Haben wir die Tage noch geguckt. Mit abnehmbarem Griff. Ist flach wie ein Teller. Pfannkuchen, Reibekuchen, Reibeplätzchen. Egal, was ihr machen möchtet. Die Pfanne ist genial. Und sowas könnt ihr bekommen, wenn ihr Bock habt, mal ein paar Leute einzuladen für eine Kochshow. Wir werden garantiert an dem Abend nichts verkaufen. Weil wir haben keine Verkaufsveranstaltung. Da braucht ihr keine Bange sein. Leute, die gar kein Interesse haben, keine Bange sein, die werden hier nicht irgendwie bedrückt oder irgendwie sowas. Nein, nein. Wir zeigen eine Alternative zum herkömmlichen Kochen. Nehmt es an. Ihr bekommt dafür eine große 24er Open. Essen auf dem heißen Stein mit der Pfanne. Genial. Richtig toll. So.
Jetzt packen wir den runter. Da ist doch der Platz zu klein hier. So. Den darüber. Ja. Übrigens, das Gips, was man gerade gehört hat, da ist also ein Schutz drin. Hier ist fertig. Ja, klasse. Die Scheibe ausmachen, beide Seiten gleichzeitig drücken, gedrückt halten, geht die Scheibe aus. Wunderbar. Wir nehmen jetzt mal hier unser Pflanzenfeuchtig raus. Boah, sieht das gut aus. So, jetzt schaut euch das mal an. Und damit das wirklich ganz korrekt und akkurat ist, ich lerne ja auch dazu. Okay, ja, also, das ist jetzt zum Beispiel richtig lecker, unser Flammlachs hier, unser Flammkuchen. Unser Flammkuchen, so, da wird er draufgestellt. Jetzt nehmen wir wieder hier unseren 24, 3,5 Liter, also unser Backofen. Navigenio, halten wir wieder ein. Jetzt machen wir einen ganz kleinen Schluck Wasser hier rein. Macht sowas bitte nicht nach zu Hause. Wenn ihr so eine Pfanne habt mit einem ganz dünnen Boden oder so Töpfe mit so Sandwichboden, das ist ein Boden, der sieht dick aus, ist aber Luft in der Mitte. Macht da sowas nicht. Der Boden verzieht sich sofort. Macht sowas nicht nach. Bei AMC ist das gar kein Problem. Das funktioniert. Wir haben hier Softiere-Einsatz. Der Softiere-Einsatz sorgt jetzt dafür, dass das Gemüse, was ich hier reingetan habe, nämlich Möhre, bisschen Paprika, wir haben Brokkoli, ich habe es mir gemerkt, Brokkoli und natürlich Kartoffeln, alles zusammen und Füße sind unten runter, damit das nicht mit dem Wasser in Berührung kommt. Einfach rein. Und jetzt habe ich einen neueren Deckel. Das ist der Easy Quick. Und der, was denn? So, ja, Topfgucker, ne? Da könnt ihr mit alles ganz genau im Topf gucken. Aber, ey, macht eine Kochshow bei euch zu Hause. Ich kann es nur immer wiederholen. Dann habt ihr das live zu Hause und ihr könnt Folgendes machen. Ihr könnt hingehen, nehmt euch eine Gabel, nehmt eine Möhre und guckt mal, wie eine rohe Möhre schmeckt. Das ist der Hammer. Jetzt mache ich den Deckel drauf, unseren Easy Quick. Scheibe. Einmal in die Mitte draufdrücken. Verheiratet sich mit dem Deckel. So. Warum? So. Fertig. Auch hier wieder vollautomatisch. Auch hier wieder kann ich im Handy das, was ich eingestellt habe, sehen und kann das im Handy auch verändern. Ich kann also die Garzeiten verändern. Das habe ich jetzt gemacht, ganz einfach. Nur die Möhre. Können wir mal ein Glas Wasser trinken? So wie ich immer sage, alkoholfreien Wodka. Ne? So, und ich habe jetzt hier, das ist unser Easy Quick, also der neue Deckel, den wir jetzt haben, der passt auf alle 20er, das wäre so einer, und alle 24er Töpfe drauf, also auf beide Größen. Und damit kann ich auch Turmkochen machen. Guckt euch das mal bei uns auf dem Kanal an, also auf eurem Kanal mal drauf gucken. Da habt ihr zum Beispiel Turmkochen. Genial, der Deckel. Ich kann den auch jederzeit vom Topf runternehmen und kann sagen, okay,
Ich habe noch was vergessen und ich will mal abschmecken, ich will mal rühren. Das geht bei dem Seko-Krieg-Deckel nicht. Der sagt mir schon, Temperatur minus, beziehungsweise macht das auch hier wieder vollautomatisch. Brauchen wir um nichts kümmern. Dieses Streamen, was man hier sieht, ist dieser Nippel, der immer wieder nach oben geht, dieses gelbe Teil hier, das sorgt dafür, dass immer kontrolliert der Dampf abgelassen wird. Und so haben wir ein ganz, ganz schonendes Verfahren. Ein schonendes Dampfgarverfahren mit unserem EasyTrick. Und ganz ehrlich, den Deckel muss man haben. Seit ich diesen Deckel habe, bin ehrlich, wir haben zwei davon, nutze ich den normalen Deckel gar nicht mehr so oft. Weil wir machen fast alles mit dem EasyTrick und mit dem SecoTrick. Also das sind zwei spitzenmäßige Deckel. So, Gemüse ist da. Jetzt kommt hier unser, den stelle ich jetzt mal hier rein. Und damit habe ich auch schon wieder ein Navigino frei. So, was ist los hier? Hallo Thomas. Ja, alles gut. Jetzt nehmen wir hier wieder unseren Stand-Up-Over. Ihr könnt ja auch ein bisschen was gucken hier. Unsere Steakpfanne. Da tun wir wieder Deckel drauf. Den mache ich jetzt wieder bei euch auf dem Herd. Oder auf dem Navigino, wie ihr das möchtet, ist kein Problem. Und wir wollen einmal zeigen, wie machen wir den Steak. Und darum unsere Steakpfanne. Und ich habe extra, wir müssen das ja nachher alles aufessen, ja, mir ein kleines Stück besorgt, aber schaut mal, wie dick das ist. Das ist also richtig daumendick und so sollte auch ein Steak sein. Ja. Wenn das so flache Teile sind, dann sind wir doch beim Schnitzel, oder? So. Hier gehen wir also jetzt wieder hin und lassen das Ganze bis zum Fleischfenster. Und ich lasse jetzt mal die Scheibe ab, dann könnt ihr das vielleicht noch besser sehen. Da ist also so ein roter Balken. Der rote Balken rutscht also Stück für Stück nach oben bis zum Fleischfenster. Und dann haben wir die richtige Temperatur für unser Steak. Das Gemüse braucht noch ein paar Minuten. Steak ist gleich soweit, dass wir es reintun können. Und ich habe hier mal was rausgesucht und zwar, jetzt kommt erstmal mein Halter zu tragen. Sparen Sie beim Braten ohne Zusatz von Fett unnötige Kalorien. Ja, das kann ich gebrauchen. 1,5 Esslöffel Fett, ca. 15 Gramm, enthält 290 Kilokalorien. Braten Sie das gleiche Steak ohne Fett, dann verzichten Sie nur auf 150 Kilokalorien. Das ist schon, das ist eine Ansage. Pro Bratvorgang 140 Kilokalorien, die ich da auch einsparen kann. Das ist schon klasse. Und wenn ich bei euch die Kochshow machen darf, oder meine Kollegen, dann gibt es auch so ein paar tolle Kärtchen. Da kann man anklicken, was einem am besten gefallen hat. Also das Garen ohne Zusatz von Wasser, das Braten ohne Zusatz von Fett. Also alles das kann man ankreuzen. Nur 5 Stück darf man davon ankreuzen. Ja, genau. Und ganz oben der freundliche Berater, die freundliche Beraterin, das kreuzt ihr bisher nicht an. Das mache ich immer heimlich im Auto. Also das ist da immer angekreuzt. Ja. Und macht sowas. Wer sagt, ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Ich suche einen Job. Blenden wir mal ein. Denn bei uns kann man auch ein bisschen mitarbeiten. Kochshows machen wir gemeinsam. Bis er irgendwann mal sagt, weißt du was, ich kann auch ganz alleine außen nicht mehr mitgehen. Also es ist total einfach, oder? Ich habe jetzt hier nichts gemacht, wo ich sagen würde, boah, ich muss jetzt hier so ein Sternekoch sein oder sowas. Ne? Totaler Quatsch, muss man gar nicht sein. Der rote Balken neigt sich jetzt immer mehr Richtung Fleischfenster. Kann man das gut sehen, Kamerafrau? Sie nickt. Und da seht ihr schon, wie schnell das Ganze geht. Ja? Also es ist wirklich rasend schnell. Die Temperatur, zack, ist sofort da. War auch mal ein Quiz, was wir gefragt haben. Wenn wir kaltes Wasser, wenn wir heißes, warmes Wasser, nicht kaltes, nicht heißes, sondern warmes Wasser, oben in den Topf reingießen, wie lange braucht das warme Wasser, bis es unten angekommen ist?
Die Antwort sofort. Andersherum, wenn ich einen, sag mal schnell, das Kalte. Eiswürfel. Ja, wenn man also so einen Eiswürfel hat, wo schmilzt es eher? Auf dem warmen Teller oder auf so einem AMC-Boden? Habt ihr gesehen, wie schnell das geht mit dem Eiswürfel auf diesem AMC-Boden, wie schnell er verschwindet? Auch solche Sachen können wir gerne mal bei euch machen. Ja, also man wird echt begeistert sein. So, jetzt ist die Pfanne hier aufgeheizt. Dann nehme ich mal meine Bratpinzette. Egal. So, ja, also schaut mal. Ja. Ja, die Poren, die Fasern schließen jetzt sofort und die Pyramiden. Die sind noch heißer als der Boden. Das heißt, es geht also noch schneller. Das wiederum bedeutet aber auch, dass der ganze Saft im Fleisch drin bleibt. Ja? Und ganz ehrlich, guck mal, die ganze Zeit halte ich die Pfanne hier in der Hand. Meine Energiequelle ist aber da unten. Ich bin mal ganz leise. Es brät immer noch. Jedes andere Produkt wäre längst kalt. Jedes andere Produkt wäre längst kalt. Ich muss also immer wieder kräftig reinheizen. Das mache ich hier nicht. Ich heize einmal auf und dann war es das. Ich brauche nicht immer wieder neu reinheizen. Ich spare damit auch wieder Geld. Das sieht sehr gut aus. So, was macht unser Gemüse? In knapp 4 Minuten ist unser Gemüse fertig. Dann setzen wir das auch wieder hier auf einen Teller. Und dann machen wir noch Kroketten. Ganz einfach. Ohne Fett. Ist das nicht genial? Fast fertig. Er sagt mir schon Bescheid. Er gibt das ans Handy weiter. Jawohl, Dankeschön. Ich weiß Bescheid. Kein Stress. Ich habe hier nichts zu tun. Hammer, oder? Man kann so ein bisschen über den Flipchart noch quatschen. Oder wir stehen gemeinsam so ein bisschen in der Küche oder im Wohnzimmer. Ne? Oh, ja, guckt euch das mal an hier. Jetzt guckt euch das doch mal an. Ist das nicht genial? Und so eine schöne Bräunung. Kriegt man auch im Sternekoch nicht hin. Mega. So, jetzt machen wir. Deckel drauf. Jetzt machen wir ein Knoten ins Kabel, damit da kein Strom mehr rausfließen kann. Weil auch hier mache ich alles wieder mit Restenergie. Ich brauche keinen Strom. Die Temperatur steigt jetzt an und geht bis zur Möhre. Was passiert im Inneren? Das fragen mich auch schon mal die ein oder anderen. Ich zeige euch das mal. Also der Dampf, der durch die Hitze erzeugt wird, steigt auf und kühlt sich am Deckel ab. Legt mir hier einen Kondensfilm in die Kondensrille rein. Also hier entsteht eine Feuchtigkeit, ein Feuchtigkeitsfilm. Der Deckel wird angezogen und dadurch findet eine Zirkulation statt. Das ist beim Gemüse ideal. Genau richtig. Genauso wollen wir das haben. Bei Bratkartoffeln, bei Fisch, aber auch beim Fleisch. Ist das ziemlich blöde. Was machen wir auch hier? Das Gemüse sagt, ich bin fertig. Okay. So. Jetzt steigt der ganze Dampf auf und der Sauerstoff geht rein. Jetzt habe ich knusprige Bratkartoffeln. Jetzt habe ich leckeren Fisch. Jetzt habe ich leckeres Fleisch. Die Leute, die noch das alte System haben, tauscht es ein. Es lohnt sich. Es rechnet sich. Es rechnet sich wirklich. Tauscht es ein. So, jetzt gehen wir hin. Gemüse ist fertig.
Oho, klasse. Klasse. Jetzt muss ich erst mal gucken. Jetzt muss ich erst mal so ein bisschen. Ah, das machen wir jetzt so. Ich weiß, du knippst schon wieder. Ja, ich weiß, du musst das hochgekippt haben. Alles gut. Wir machen das jetzt anders. Alles gut. Ach, siehst du, jetzt hätte man doch ein Messer gebrauchen können. Egal. So. Jetzt haben wir unser Steak. Und wo habe ich denn? Ah ja. Damit auch hier alles korrekt läuft. So. Naja, so. Schaut mal, unser Steak. Ja, und die Kamerafrau geht mal schnell ein Messer holen. Und dann kann man das mal anschneiden. Also ihr bestimmt natürlich auch selber, wie ihr euer Steak haben wollt. Ne? Ob Medium, Medium Rare, Englisch. Ja. Ich habe mal mit einer Dame gesprochen, die hat gesagt, wenn ich mein Steak durchessen möchte, hätte ich besser ein Schnitzel. Recht hat sie. Noch eine ganz wichtige Sache, die zeige ich auch immer auf jeder Kochshow. Das muss ich jetzt nicht schrubben und Intelligente sagen zu mir, wo kriege ich jetzt meine Soße her? Ganz einfach. Klein bisschen Wasser hier oben drauf. Wir sagen uns ja eigentlich, dass kein Feuermelder hier drüber ist. Steakmesser, genau, perfekt. Jetzt schaut euch mal die Pfanne an. Ist das nicht genial? Die ist so gut wie sauber und daraus mache ich jetzt eine Soße. Ich kann das jetzt verlängern mit Alprosoja oder mit ein bisschen Sahne oder sowas. Unsere Gewürze. Einfach schön da drauf. Einfach nur lecker. Einfach nur lecker. Apropos lecker, meine Gabel. Boah, heiß. Lecker. Ja. Löffel Maul, also sagt, man muss es ja auch mal zeigen. Schaut mal, wie lecker das ist. Guck mal, das Grün. Runter. Ja, wenn ich runter bin, bin ich in der Pfanne. Das wollen wir vermeiden, ne? Dann kriege ich Brandblase der Finger. Das muss ja nicht sein. Ne? Schaut mal hier. Vielleicht in die andere Kamera. Jetzt müsst ihr mal überlegen, wenn ihr bei euch zu Hause so eine Kochshow macht, also wenn ihr mich jetzt bucht, dann habt ihr das bei euch zu Hause und eure Gäste probieren und sagen, boah, sieht das toll aus. Lecker. Richtig klasse. Und auch hier bestimmt ihr wieder. Wollt ihr das ein bisschen bissfest haben oder etwas weicher? Ihr bestimmt es. Also super. Damit alles seine Richtigkeit hat. Ihr wisst schon, was kommt. So. Eine Kartoffel noch was Kleines. So. Gemüse. Ist das okay? Passt es? Gemüse. So. Wasser raus. Hol hier wieder rein. Navigator einschalten. So. Gemüse, Kartoffeln. Wir haben hier Flammbrot. Wir haben Steak. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch mit der Restenergie, die haben wir halt noch, einfach noch ein paar Kroketten. Und eins sage ich euch, wenn ich bei euch zu Hause oder wenn wir bei euch zu Hause eine Kochshow machen,
dann dürft ihr auch gerne mal einen Nachtisch probieren. Weil ich mache das. Ich mache für euch einen Nachtisch. Aber pro Nachtisch, was macht denn der Gulasch? Weil mittlerweile ist unser Deckel auch so weit, dass man den öffnen kann. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, das hier abzudampfen. Und wer dampft schon gerne ab? Ich bin gerne hier bei euch. Bleibt gerne hier bei euch. Jetzt machen wir den Deckel ab. Ach so. Ich hoffe, ihr habt jetzt mitgezählt. Weil alle Lösungen bis jetzt, die hier per Handy eintreffen, ihr wisst schon, per SMS, per WhatsApp, zählen jetzt noch. Wenn ich jetzt den Gulasch durchgerührt habe, danach ist finito, ist Schluss. Okay? Dann solltet ihr die Lösung haben. Also wie viel verschiedene Deckel hat die AMC? Danach lösen wir auf. Achtung! Unser Seco-Quick. Oh, das sieht gut aus. Ich muss die Tomate nicht suchen, sie ist da. Sie ist wohl gar. Und jetzt schaut mal, wie viel Feuchtigkeit ich da drin habe. Guckt euch das mal an. Ich habe gar kein Wasser reingetan. Die kommt natürlich von den Zwiebeln. Oder von den Pilzen. Einmal durchrühren. Klar muss man rühren. Boah, sieht das gut aus. So, eine Sache. Jetzt tun wir das Gemüse hier rüber. Das ist so ein bisschen wie Tetris spielen hier, ne? Genial. Hier rüber. Klasse. So, den Deckel. Achso, habe ich auch schon gezeigt, ne? Deckel drauf. Absetzen. Deckel unten runter. Navigenio. Und jetzt machen wir aus unserer mobilen Kochstelle einfach wieder einen Deckel. Einfach drehen. Kurz ausschalten. Keine Angst, du bist da nicht runtergeplumpst. Du plumpst da auch nicht runter. Weil der hat Attierungen rechts und links. Das heißt, der kann da gar nicht runterfallen. Stufe 1 für Kuchenbacken. Sonntags morgens Brötchen. Ich mag das, wenn die Butter in dem warmen Brötchen drin verläuft. Stufe 2. Für Käse. Schön obendrauf auf Nudelauflauf oder einen Kartoffelgratin. Sehr, sehr lecker. Zweimal gedrückt auf der Scheibe und schon, ich hoffe, man sieht das Blau hier, das blaue Blinken, schon kommt die Energie von oben. Was macht unser Gulasch? Da habe ich doch noch einen Teller. Haben wir einen Champignon? Also wenn ihr Champignon mögt, das ist toll. Und damit alles seine Richtigkeit hat, ihr wisst schon, was kommt. Schere. Na, na, na. Du bleibst da oben stehen. Du machst dir keine Dummheit. Unseren Gulasch. Sieht das gut aus? Sieht das gut aus? Tiefer? Dann hänge ich im Topf. Cool? Das ist unser Gulasch. Packe ich mal hier rüber. Oh, da freue ich mich drauf. Lecker. Sehr lecker. Ihr Lieben, wir sind so gut wie fertig. Wir haben es fast geschafft. Hier. Ein paar Minütchen noch. Unsere Kroketten mit unserem Wunderteil, unserem Navigenio oder einige sagen auch Geilomat 2000. Navigenio, mobile Kochstation für überall, aber auch gleichzeitig mein energiesparendster Backofen der Welt. Da kommt unsere Katze und schreibt mich an. Du hast Gulasch gerochen, wa?
Gemüse mal eben schnell. Mit unserem Easy Quick. Weil der Easy Quick ist genial. Passt auf beide Größen drauf. Er dämpft das Gemüse, aber man kann auch viele andere Dinge damit machen. Und er ersetzt den Seco Quick nicht ganz, aber er ist schon genial. Der ist richtig gut. Unser Easy Quick. Wir haben unseren Seco Quick. Das ist das Beste, was die AMC je erfunden hat. Das ist dieser Deckel hier. Der ist genial. Der ist wunderbar. Und klar, wir haben hier unseren Hochraumdeckel, der ganz klar sich abschält, sich verändert zu unserem normalen Deckel. Und das sieht man hier schon, damit auch Speisen, die über den Rand hinausgehen, auch funktionieren. Ihr wisst schon, der geschlossene Kreislauf. Also der normale Deckel, nur der Hochraumdeckel. Und jetzt kommen wir zur Auflösung, zu unserem Quiz. Der normale Deckel, der Hochraumdeckel, der Seco Quick Deckel, der Easy Quick Deckel und ja, unser Navigenio als Deckel. Fünf Deckel. Fünf wäre die richtige Lösung gewesen. Alle, die mir zugeschickt haben, fünf. Denkt da gerade an Rolf. Wisst ihr noch damals die Postleitzahlen? Von 4 auf 5. Also 5 Deckel. 5 verschiedene Deckel. AMC. Das ist die richtige Lösung von dem Quiz. Alle Gewinner, herzlichen Glückwunsch. Ihr bekommt die Steakpfanne. Die habe ich hier versteckt. Da ist sie. Und für alle, die jetzt eine Kochshow buchen bei mir oder bei meinen Kollegen und Kollegen, die Open. Und zwar die 24er. Was machst du? Sieht man gar nicht. Sieht man nicht? Warte, ich muss das noch anschneiden. Jetzt sieht man aber dich. Nee. Wie, nee? Man sieht die Kochshow wieder perfekt gemacht. Ne? Ihr seht es jetzt gar nicht. Ihr seht jetzt diese Einblendung Kochshow. Ja, und die Kamerafrau kommt hier vorne zum Tisch geeilt. Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen. Und nimmt jetzt hier von unserem Gemüse ein bisschen was raus und stellt einen Teller zusammen. Und denkt bitte daran, dass wir uns hier an Richtlinien, ja, damit das nicht nachher, kommt wieder böse Zungen. Ne? Das muss ja nie sein. Oh, unsere Kroketten kriegen langsam Farbe. So, jetzt hör mal auf. Gib mir mal ein Steakmesser. Jawohl. Dankeschön. Wunderbar. Jetzt wird wieder zurückgeschaltet, damit ihr nur noch mich seht. Dieser Scheu, die Dame, darf man ja nicht sehen. Ja. Grünzeug ein bisschen auf Seite. Boah, geil. Ein bisschen. Exotica. Boah, Omani. Ja. Ein bisschen Umami drauf. Oh ja, genau. Ein bisschen Pure. Ganz so viel. Wunderbar. Wir haben auch richtig tolle Steakmesser. Mmh, lecker. Mmh. Sehr lecker. Mmh. Mega. So. Eine Sache haben wir noch. Ich zeige euch das mal. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ja, ja, ich weiß, ich habe euch gedreht. Halt das mal in die Kamera. Kann man das so sehen? Sie bekommen jetzt da oben schon die Bräune. Halt das mal in die Kleine. Sie bekommen jetzt oben die Bräune. Also noch 2-3 Minuten. Gefrorene. Ja, muss man dazu sagen. Super lecker. So, und im Prinzip, wir brauchen gar keine Energie mehr, sondern auch hier einfach nur den Stecker abziehen. Navigenio macht das jetzt mit Restenergie. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Das war unsere Kochshow heute.
Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und letzte Live-Kochshow. Das wollte ich ja immer schon mal machen hier. Also, ihr könnt uns buchen. Das wollte ich Weihnachten schon gemacht haben. Da haben wir auch hier gestanden. Ihr könnt uns jederzeit anrufen. Ihr könnt uns jederzeit eine WhatsApp oder eine SMS-Nachricht schicken. Ihr könnt uns natürlich sehr, sehr gerne buchen. Wir machen auch gerne bei euch dann die Kochshow. Und ja, ich habe euch alles gezeigt. Und ich hoffe, dass ihr mein Angebot annimmt. Denkt an die Open, die 24er. Ist ein tolles Teil, was man bekommen kann für so eine Kochshow. Gigantisch. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Die letzte Live-Kochshow mit Herz. Jetzt wird hier der Kanal so ein bisschen umgebaut. Das heißt, ihr solltet jetzt hingehen und den Kanal auf jeden Fall abonnieren. Denn immer wieder, wenn wir eine gute Idee haben, dann werden wir das abfilmen und werden das per Video hochladen. Ich denke, den Unterschied, ja, kriegen vielleicht so viele gar nicht mit, denken, das ist live. Aber wir sind dadurch flexibler und jetzt beginnt das auch für uns wieder mit den Kochshows. Jetzt kommen wir wieder bei euch live zu Hause. Da freuen wir uns auch richtig drauf. Und ja, trotz allem, trotz dem ganzen Krieges und alles, ja, danke fürs Zugucken und danke fürs Buchen. Bis dann, macht's gut, tschüss.